Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing der Unboxing Boys. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute stelle ich euch das Steelbook vor von 96 Hours Taken 3. Bestellt habe ich mir das Ganze für 23,99 € bei BMV Medien mit noch ein paar anderen Filmen, zu denen die Tage noch ein Unboxing kommt. Und ja, ich bin echt froh, dass ich noch eins bekommen habe. Weil das ist auch, glaube ich, wieder ausverkauft bei BMV Medien. Und ja, dann würde ich sagen, quatsch mir nicht lang rum, fangen wir an. Und ja, dann packe ich das Ganze mal aus. Und dann zeige ich euch mal den Pappflyer. Hier vorne haben wir auf dem Flyer das FSK 16 Logo abgedruckt. Hier haben wir den Schriftzug Taken 3. Auf der Rückseite haben wir wieder ein paar Filmszenen. Hier mit Maggie Grace, Liam Neeson. Und die Filmbeschreibung könnt ihr euch durchlesen. Einfach auf Pause drücken. Hier haben wir noch Cast und Crew stehen und technische Daten. Die Laufzeit des Films ist ca. 115 Minuten. Dann haben wir noch ein wenig Bonusmaterial von ca. 80 Minuten. Und wir haben hier eine DTS HD 5 zu 1 Master Audio Tonspur in Deutsch. Und dann kommen wir schon zum Steelbook. Das Steelbook ist selbstverständlich matt gehalten und glänzt ein wenig. Hier vorne haben wir den Schriftzug Liam Neeson 96 Hours Taken 3 im Extended Cut, was ich ein wenig schade finde. Warum hat man hier nicht noch den Namen von Maggie Grace abgedruckt? Ist eigentlich auch bekannt aus der Serie Lost. Und hier unten rechts haben wir ein Blu-ray-Disc-Logo. Das Ganze sieht komplett von vorne so aus. Hier haben wir nochmal Brian Mills mit einer Waffe in der Hand. Am Spine sieht das gute Stück so aus. Hier oben haben wir noch ein Logo von Universum Film 96 Hours Taken 3 Extended Cut. Auf der Rückseite haben wir hier dieses Motiv. Finde ich sehr geil gemacht. Auch wieder keine Credits, wo vorhanden sind. Da finde ich, sollten sich die Steelbook-Hersteller, wo diese Artworks und so drucken, mal ein Beispiel nehmen. Finde ich richtig geil. Weil das versaut auch nicht die Optik. Und von innen sieht das gute Stück so aus. Hier haben wir nochmal auf der Blu-ray-Disc das gleiche Cover-Motiv wie hier vorne auf dem Steelbook. Finde ich ein wenig schade, hätte man ein wenig anders lösen können, aber man kann nicht alles haben. Ja, wir haben zudem noch hier ein paar weitere Logos, ein FSK 16-Logo und ja, ganz okay. Mache ich jetzt den mal raus. Und von innen sieht das Ganze so aus. Wir haben hier drin einen Schwarz-Weiß-Druck. Kann man sehr gut erkennen, finde ich, auch hier durch das Plastik. Und auf der Rückseite sieht das Ganze komplett so aus. Und das Motiv hier vom Frontcover und vom Rückcover läuft auch hier über den Spine wieder in das andere Bild. Einfach richtig stark gemacht und ja, gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Und ja, dann sind wir wieder am Ende angekommen. Und wenn euch das Unboxing gefallen hat zu diesem Film, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da, einen Kommentar oder vielleicht sogar ein Abo. Wir würden uns freuen. Bis zum nächsten Mal, eure Unboxing Boys. Ciao.